Eloy Ferreira González, ein Spanier zu Besuch in Ramstein-Miesenbach. Der 26-Jährige aus Rota absolvierte von April bis Ende August seinen europäischen Freiwilligendienst im Jugendbüro der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach ab. Zeit genug, um den Spanier mal genauer kennenzulernen. Doch was ist überhaupt ein europäischer Freiwilligendienst? Der europäische Freiwilligendienst will junge Leute nach Ausbildung oder Vorausbildung, vor Studium, Nachstudium, jedenfalls junge Leute bis 27 Jahre aus Europa zusammenbringen. Und wir sind vom Jugendbüro seit 3-4 Jahren Aufnahme- und Entsendeorganisation. Das heißt, wir können Leute aus dem ganzen europäischen Ausland hier aufnehmen für ein Jahr maximal. Und wir können Leute von hier entsenden. Wir sind angelegt, dass das Jugendbüro sehr international ausgerichtet ist, weil wir haben hier in unserer Verbandsgemeinde Menschen aus 80 Nationen. Wir haben viele NATO-Leute, auch viele aus Spanien, aber auch viele aus Italien, Polen und so weiter. Das heißt, diese Sprachen müssen bei uns im Jugendbüro auch vertreten sein. In diesem Fall Eloy Ferreira González. Du hast die Fremdsprachen Deutsch und Englisch gelernt. Was sind deine Aufgaben hier im Jugendbüro? Meine wichtige Aufgabe ist, Deutsch zu unterrichten. Also, ich unterrichte Deutsch für die Flüchtlinge und Asylbewerber, die Interesse haben, also hier zu bleiben. Und sie möchten ihre Deutschkenntnisse verbessern. Und sie lernen das von mir. So, wir haben immer kleine Spiele gemacht und dann könnten sie ein paar Wörter von mir lernen und so. Und ich finde das gut, weil sie haben gelernt, aber sie haben nicht gemerkt, dass sie gelernt haben. Ne? Also das war mit keinem Buch. Das war einfach mit Spielen, mit Kontakt. Leider musst du uns früher verlassen wie geplant. Was nimmst du mit zurück in deine spanische Heimat? Also, was nehme ich von hier? Also, ich habe gute Leute kennengelernt, die mir also geholfen haben. Und das ist eine gute Möglichkeit, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Wie gesagt, ich habe Übersetzung und Dolmetscher studiert, Englisch und Deutsch, und ich wollte mein Deutsch verbessern. Also das war eine gute Erfahrung für mich. Also wie gesagt, ich habe Sachen gesagt, die ich nie früher gemacht habe, wie mit Flüchtlingen zu arbeiten zum Beispiel. Werden wir dich wieder hier in Ramstein-Miesenbach sehen dürfen? Ja, warum nicht? Ja, natürlich, ich würde gerne nochmal kommen, um die Leute zu besuchen und so. Wollten immer mit mir so sprechen oder etwas, also einfach ausgehen, etwas zusammen machen und so. Und ich habe auch hier also eine kleine Gruppe von Spaniern getroffen und das hilft auch immer. Ne? Die Leute freuen sich, wenn du die Sprache lernen möchtest, deswegen möchten sie mit dir noch mehr sprechen und warum nicht? Also ich würde gerne nochmal kommen. Ne? Ralf Hechler, Markus Klein und Ralf Lesmeister haben auch etwas über Eloy zu erzählen. Was für einen Eindruck konntet ihr von ihm gewinnen? Wir hatten das im letzten Jahr mit Daniel gehabt. Er war der Erste, der da war. Es war ein ganz tolles Jahr für alle, für ihn, aber auch für uns. Das ist eine Bereicherung und bei Eloy ist das Gleiche. Er ist ein sehr guter Schwimmer und er ist sehr gut in Sprachen. Er ist ja auch Übersetzer. Und für ihn war es neu, dass er eine fremde Sprache an fremdsprachige Leute, die hierher gekommen sind, vermitteln musste. Das bedeutet, Deutsch war dann die Mittelpunktsprache. Er kommt aus Spanien, andere aus Syrien oder aus anderen Ländern. Das war für ihn sehr spannend und er hat in dieser kurzen Zeit sein Deutsch super aufgefrischt. Für ihn ist eine tolle Sache. Leider muss er aus privaten Gründen früher zurück. Aber ich denke, der Kontakt bleibt bestehen, auch mit der Partnergemeinde Rota. Und ich muss sagen, er hat auch in den Schulen, wo er war, richtig tolle Arbeit gemacht. Und wünsche natürlich alles Gute. Und eines Tages sieht man sich immer wieder, da bin ich mir ganz sicher.
Es ist ein Riesenglücksgriff und eine Bereicherung für uns im Jugendbüro und in der Verwaltung, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren immer jemand auch dabei zu haben, der Erfahrung bei uns sammelt, der aus dem Ausland kommt, der einen anderen Blickwinkel hat. Eloy hat das auch eingebracht, er war wahnsinnig engagiert und ich bedauere es sehr, dass er jetzt schon vor der Zeit gehen muss. Wir hätten ihn noch gut brauchen können. Er wäre auch gerne geblieben, aber manchmal ist es so, wir haben einen guten Freund gewonnen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute, Eloy, für deine Zukunft und schön, dass du bei uns warst. Ah, yo habla solamente un poco español und ich habe natürlich Eloy auch mitgeteilt, dass ich seine Gegend kenne, aus der er kommt. Er kommt ja in der Nähe von Rota und da ist natürlich ein beliebter Ferienort für uns und ich verbringe dort immer meine Radferien, war schon über 10 Mal in Andalusien und wir haben natürlich über die schöne Gegend von Andalusia geschwärmt. Zusammen mit Petra Radl und dem Jugendbüro-Team war das Deutschlerntraining sowohl auch die Lernbetreuung für die Schulkinder ein toller Erfolg. Eloy konnte vielen Flüchtlingen helfen, die deutsche Sprache kennenzulernen. Nun dürft ihr ihm mal zuhören, wie er Spanisch spricht. So, bueno, doy las gracias al Ayuntamiento de Ramsdorf, en concreto al alcalde Ralf Hessler y a Markus Klein. Y también al Jugendbüro, la oficina de la juventud, que es la que me ha acogido, la que ha estado conmigo desde un principio. Entonces le doy las gracias a Volker Hamel y al equipo, ¿no? El equipo que también me ha tratado desde que llegué. ¿Alles verstanden? Na gut, hier nochmal auf Deutsch. So, ich bedanke mich bei dem Verbandsgemeinde, also Ralf Hechler und Markus Klein. Und dann bedanke ich auch mich bei Jugendbüro, also Volker Hamel und das Team, weil also diese Monate hier waren eine sehr gute Erfahrung für mich. Adios, Eloy. Es war toll mit dir.